Seid gegrüßt, meine lieben Freunde da draußen. Da bin ich wieder, euer Zordan, auf dem Spielebuffet bei Graveyard Keeper. Und ja, ich habe über Nacht quasi, heute ist ja Gottesdiensttag, und ich habe über Nacht noch ein bisschen was, dazugelernt, könnte man sagen. Erstmal will ich nochmal einfache Eisenstücke hier, so drei Stück. Ich habe ein bisschen was dazugelernt. Ich kann nämlich jetzt, einmal hier diese komplizierten Glasgefäße machen, damit wir mit Alchemie vorankommen können. Und ich habe Stahlwerkzeuge gelernt. Stahlwaffen konnte ich ja schon, komischerweise. Was brauchen wir denn dafür so? Für eine Spitzhacke? Das ist gar nicht so schlimm. Guck mal, Axt, Spitzhacke, Eisenhammer, das kann ich alles schon machen. Genug Stahl dafür haben wir. Für ein Stahlschwert noch nicht, aber das macht nichts. Dann machen wir uns erstmal besseres Werkzeug, würde ich sagen. Das können wir gut gebrauchen. Kann ruhig mal ein Brot für zwischendurch essen. Das war die Axt. Das wird die Schaufel. Und für die Spitzhacke brauchen wir noch ein paar komplexe Eisenstücke. Okay, kein Problem. Machen wir uns einfach ein paar komplexe Eisenstücke. Und die Spitzhacke. Habe ich den Eisenhammer eigentlich schon gemacht? Ja, den habe ich schon gemacht. Dann wollen wir doch mal hier unser Werkzeug gegen Besseres austauschen. Und das alte können wir dann schön verkaufen. Allerdings nicht jetzt. Was habe ich denn überhaupt alles noch dabei? Das ist ja Gottesdiensttag, da... Ja, ich habe im Übrigen ich habe das gar nicht gemerkt. Nee, ich habe einen Tag quasi übersprungen. Oder eine Aufnahme, wenn man so will. In dem Sinne übersprungen. Und, kann ich Fleisch wegpacken? Nee. Und ein bisschen Fleißarbeiten gemacht. Also jetzt nichts Dramatisches, aber halt so ein bisschen Fleißkram halt. So, was habe ich denn jetzt dabei? Ich habe die Eisenstücke dabei, ich muss noch Holzsachen mitnehmen. Ich will noch ein paar Kerzenständer bauen. Um es noch schöner zu machen da drüben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir dafür alles brauchten. Können wir 20 davon mitnehmen. Die 6. Und ich denke, das sieht erstmal gut aus. In meinem Beet geht's voran. Ich hatte ja noch eine Leiche quasi im Keller. Eine Bestattungsurkunde, sehr schön. Ja, hier seht ihr schon noch ganz viel Holz. Ja? Wie läuft's so? Ja, Kerzen würde ich ja nochmal bei dir abkaufen eventuell. Aber erstmal möchte ich hier noch kurz zwei, drei Blumenbeete errichten oder eins vielmehr. Da nehme ich noch eins hin. Die habe ich schon. Die habe ich auch alle schon. So, das heißt also mit Blumenbeeten sind wir erstmal ziemlich durch. Dann kann ich das mal ganz kurz hier alles drin lassen. Und mich da drin um weiteres kümmern. Dazu brauchte ich nur die Dinger, okay. Und was macht die Kirche schöner, ne? Die Kirche hat schon eine Qualität von 13, das ist doch schon gar nicht so schlecht. Was ist jetzt, wenn ich Kerzen bei dir kaufe? Die kosten wie viel? Ah, okay. Ich habe 4 Kerzenstände, also kaufe ich mal 4 Stück. Wieso kosten die eigentlich mehr als einen? Das steht da nicht so. Aber sei es drum. Ist die Qualität der Kirche noch ein bisschen verbessert vielleicht?
noch keine 20, die Kirche, also die kriege ich nicht ganz hin, aber... Oder würde ich sie noch hinbekommen? Ich meine, die Wandleuchter, die kriege ich ja hier nirgendwo befestigt. Das haben wir ja schon mal geguckt, ne? Das funktioniert hier nirgends. Ich muss ja nichts drehen, nicht? Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Ich kann ja noch einen Kerzenständer hier jeweils hinstellen. Kann ich die drehen? Nee, kann ich nicht. Warte mal, das machen wir nochmal ganz kurz. Schnell ein paar einfache Eisenstücke herstellen. Noch schnell einen Kerzenständer bauen, bevor es schon wieder dunkel wird. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss den Gottesdienst halten. Muss ich wieder eine ganze Woche warten. Ich gebe noch mal zwei Kerzen. Der Episkop. Schnell einen Kerzenständer hier hingestellt. Da haben wir 20. Guck mal, die Kirche sieht gut aus. Die Kirche strahlt hell, eure Heiligkeit. Wirklich mit der Staatskathedrale ist das gar nichts. Aber für eine einfache Kirche ist das nicht übel. Nur noch ein paar kleine Veränderungen, dann können wir die Kirche verbessern. Ach ja, ich hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass du eine Bauerlaubnis brauchst, um die Änderungen vorzunehmen. Was die Erlaubnis angeht, bist du auf dich gestellt. Versuche mich immer so gut es geht aus seelenlosen Gierigen herauszuhalten. Wie war das mit der Bauerlaubnis? 20 Silbertaler. Alles klar, das geht noch nicht. Ich bin dann mal beten. Aber es ist doch schon schön, die Kirche jetzt mit Fackellicht und allem. Schnell mein Standardgebet hier rausgeholt. Was anderes habe ich noch nicht. Dann gibt es eine Abendmesse. Oh, Kerze ist ausgegangen. Oh, die gehen einfach aus. Boah, die halten aber wirklich nicht lange. Dafür, dass sie so teuer waren, halten die echt nicht lange, die Kerzen. Aber das war jetzt nicht so toll. Nur okay, tolle Predigt, ja. Es waren auf jeden Fall viele Leute hier, aber... Und ich habe 6-mal Glaube, das ist schon mehr als sonst. Joa. Könnte ich morgen den Glauben nehmen, um damit hier die Tante da zu überzeugen, mich zu unterstützen. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Ich brauche immer noch Tinte, um hier weiterzukommen. Okay. Ansonsten habe ich schon eine ganze Menge. Und ich brauche Tinte, um Flugblätter herzustellen. Und um das zu machen, müssen wir... mit der Alchemie voranschreiten. Da wollen wir noch mal schauen. Tue ich mal rein. Das Herz auch. Das Fett nicht. Das passt da nicht mehr rein. Belassen wir es mal dabei. Ich kann auch hier nach Hause gehen. Ja, dann schauen wir mal morgen, dass wir hier diese Alchemiegefäße machen und mit der Alchemie voranschreiten. Ja, und bald, liebe Freunde, bald ist schon Folge 30. Und das wird dann sowas wie das Staffelfinale darstellen. Habe ich mir überlegt. Da machen wir dann noch eine große Dungeon-Tour wahrscheinlich. Und danach könnt ihr dann mal sagen, ob ihr denn möchtet, dass dieses Let's Play fortgesetzt wird.
wenn sich genug finden, die sagen, wir gucken das gerne an, wir möchten, dass ich damit weitermache, dann mache ich das. Wenn nicht, dann spiele ich das für mich weiter. Das ist auch okay. Ganz viel, das mögt. So. Früh am Morgen geht's zu Werke. Verbessern. Das dachte ich mir nämlich, dass ich dafür die einfachen brauche. Sehr gut. Das habe ich ja richtig gut geschätzt. Können wir jetzt so viel Verbesserte machen. Dann mach mal. So. Was habe ich denn jetzt genommen? Kohl. Mhm. Für die Kohlkiste. In die Samenkiste. Ab in die Kiste. Und ich kann mal mein ganzes Material loswerden und geht's bald in die Stadt. Was ist mit den Kerzen? Da werde ich immer noch nicht drüber fertig. Da brennen die 20 Sekunden quasi. Schweinsteil heute. Ah, und eine Geschichte habe ich noch hier. Okay. Das hätte ich alles unten lassen können. Macht nichts. So, nehmen wir die Eisenteile hier wieder rein. Ja, ich komme doch gut voran hier mit dem Schmieden, muss ich sagen. Ich bin auch ganz zufrieden mit. Ich habe einen neuen Holzständer gebaut für das ganze Holz, was ich da am Friedhof abgebaut habe. Das kann ich dann bei Zeiten auch nochmal zurückbringen. Die sind noch nicht fertig. Oh, da sind noch ein paar Karotten fertig. Noch irgendwas pflanzen? Das sind doch schon ein paar feine Sachen. Kann ich eigentlich Gerichte, die ich herstelle, in der Kneipe verkaufen? Vermutlich schon, ne? Können wir Fischsuppe mitnehmen, um das mal zu probieren. Ja, was ist das denn? Asche und eine Keramikurne. So. So, kann der hier mit rein. Und ich transportiere mich jetzt mal ins tote Pferd. Voilà. Du schon wieder? Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner, ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir. Also nimm mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel. Dieser Kontrast zwischen einem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Schön, dich zu treffen, Wärter. Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeichlereien. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihm einfach diese falsche Münze in seine Visage. Und dann komm zurück und zähl mir, wie er reagiert hat. Kannst du mir dabei helfen, einen Passierschein zu bekommen? Sonst noch Wünsche? Soll ich vielleicht auch noch die Nacht mit dir verbringen? Bevor du solche Fragen stellst, sollten wir uns schon besser kennenlernen. Ich weiß nicht, reden wir immer noch von dem Passierschein oder... Über beides, wie blöd. In Ordnung, weil du so witzig bist. Ein Freund hat mir erzählt, dass man im Tausch gegen ein paar Gefälligkeiten und einen ordentlichen Haufen Geld einen Passierschein von Schlange bekommen kann. Oder war es doch der Bischof? Habe ich wohl vergessen. Nein, es war ganz bestimmt Schlange. Okay, keine Fragen mehr, danke.
Hier. Ich habe noch eine Bestattungsurkunde. Danke, Herr Wirt. Ich muss auch wieder zur Arbeit. Ah nee, ich muss nochmal zum Schmied. Siehst du, ich habe noch das ganze Werkzeug dabei. Du rennst hier echt von einer Sache zur nächsten. Hallo. Ich, möchte dir die verkaufen. Geht das nicht, weil die kaputt sind? Ich mach die auch nochmal heile, ist nicht das Problem. Ich habe bloß keinen Schleifstein mehr hier. Ich gehe ja schon. Die anderen haben wir doch auch abgekauft, oder? Wahrscheinlich, weil die heile waren. Ich muss hier lang. So, erstmal hier die Schichten ablegen. Die Schweinshäute kann ich noch zu Papier machen. Die nämlich auch loswerden. Nee, kann ich nicht. Nur teilweise. Macht nichts. Ich muss hier echt mal mehr Kisten bauen. Jetzt muss ich mich noch um die Kundschaft kümmern, bevor es dann weitergeht. Hat's aber echt nicht leicht hier, ne? Ich habe immer noch keinen Wein. Mein Freund hier. So, wunderbare Leiche. Dann wollen wir die mal unter die Erde bringen. Wie sich das so gehört. Erstmal eine anständige Grabstätte finden. Hier ist noch schöner Platz. So, habe ich noch was zum Verschönern hier? Ja, zumindest einen Grabstein kann ich dir schon geben. Steinumrandung kommt noch. So. Wird doch langsam, ne? Gar nicht so leicht. Kann ich die... Ach schon, das Salz mitnehmen? Ja. Schon voll spät, Mensch. Oh, da ist was vorangegangen. So. Ich habe ordentlich kegelförmige Glasgefäße. Sehr schön. Ah, ab ins Bett erstmal. Jui, jui. Ich fühle mich sowas von erfrischt, fühle ich mich. Aber sowas von. Kann ich den Brennstoff hier nicht schon mal
reinmachen. Dann ist das schon mal weg. Habe ich hier einen Platz nämlich mehr. Und kann meinetwegen das Salz hier unterbringen. Ändert das schon was an meinen Kochkünsten? An den Gerichten, die ich machen kann? Ich könnte eine Schüssel Sauerkraut machen. Zum Beispiel. Mhm. Und neuen Beerensaft. Aber erstmal könnte ich hier aus den Beeren auch neuen Kuchen backen, soweit ich weiß, ne? Zweimal zumindest. Dann machen wir das doch. Jetzt können wir noch kurz warten, bis die fertig sind. Yummy, yummy. Habe ich doch wieder was ordentlich dazugelernt. Gleich nochmal runter gucken, was ich da noch alles brauchte. So, wo ist mein Schleifstein? Hier. Jetzt machen wir die Sachen nochmal heile. In der Hoffnung, sie nochmal verkaufen zu können. Natürlich auch interessiert ist, und zwar brennt, ist wie viel besser sind die Sachen jetzt? Ah, das ewige Leid des Platzproblems. Ist der Tag auch schon da oben, wie man sieht, ne? Ich komme nicht mal mehr hinterher hier in den Friedhof irgendwie. Auf jeden Fall für einige Tage was drin. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Ach, da kommt der Esel schon wieder. Ja, doch. Meine Herren. Also jetzt sterben sie hier wie die Fliegen in diesem Ort. Gut fürs Geschäft, aber auch anstrengend. Na, was soll's denn? Machen wir den einen noch? Überall Baumstämme liegen jetzt hier, die ich nicht mal schaffe wegzuräumen. Standardleiche. So, wunderbare Leiche. Schnell rüber. Noch
einmal eingraben und dann gucke ich nochmal kurz und nach, wie ich denn alchemitisch baue. Ja, können wir gleich mal mitnehmen hier. Ich brauche auch mehr Kisten für Zeug. Grabstein hin. Oh. So, ohne Kerzenlicht ist nur noch Qualität 15. So schnell kann es gehen. So, für den Alchemietisch brauche ich die Holzplanken und das verbesserte Eisen. Alles klar. Hier lassen zumindest. Ah ja, hier. Und ich kann Schlange noch mal kurz die Dinger ins Gesicht schmeißen. Die Kultstätte mit minderer Qualität hier. So, kann ich jetzt mal mit dir reden? So. Hier, Frau Anmut schickte dies. Gleiche. Ha, hat sie dir erzählt, dass es ein Scherz war? Die war mal so süß und naiv. Du bist ihr neuer Liebhaber, oder was? Und schon stehst du unter ihrem Pantoffel, typisch. Ich habe eine Aufgabe für dich, besorg mir Restaurationswerkzeug. Eine Aufgabe, wie niedlich, was denkst du eigentlich, wer du bist, hä? Ich habe Geld, ich bezahle dich. Ha. Ich habe gerade keine Verwendung für Geld. Wenn du mir hilfst, meine Lebensaufgabe zu verwirklichen, unterstütze ich dich vielleicht auch. Quid pro quo, wie die Dorfbewohner sagen. Okay, ich muss einfach noch weiter in seinem Ansehen wachsen. Das heißt, ich muss weiter in den Dungeon gehen. Das heißt, ich muss beim nächsten Mal zusehen, dass wir hier vorankommen. Ja, das ist alles Zeug für einen anderen Ort. Deswegen gehe ich jetzt schlafen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ich muss so viel Zeug erledigen und komme einfach nicht hinterher. Bis dahin, liebe Freunde, macht es gut und viel Spaß noch weiterhin hier auf dem Spielebuffet. Tschüss.